Welches Wort wird in Zusammenhang mit dem Euro am meisten benutzt? Nein, es ist nicht Scheitern, auch wenn man das vermuten könnte. Nein, es lautet Stabilität. Vor 10 Jahren erklärte jeder, wenn wir einmal den Euro als Währung eingeführt haben, wird er uns Stabilität bringen. Ich behaupte, in 10 Jahren wird er Chaos, Uneinigkeit und Armut für Millionen gebracht haben. Die Ereignisse der letzten Woche bedeuten den Anfang vom Ende. Auf den Märkten zeigt sich dies bereits. Italienische Staatsanleihen erzielen jetzt 1% mehr als in Deutschland oder Frankreich ausgegebene Staatsanleihen. Die Märkte sagen, dass die Wirtschafts- und Währungsunion keinen Bestand haben wird. Und das wundert mich nicht, weil sie noch nie eine optimale Währungszone gewesen ist. Ein Zinssatz passt eben nicht für all diese unterschiedlichen Länder. Und auch die öffentliche Unterstützung war noch nie stark genug. Die Eurozone musste sich noch nie bewähren, aber das kommt bald. Spanien hat Wirtschaftsprobleme. Italien, wie deutsche Wirtschaftswissenschaftler seinerzeit sagten, hätte nie dem Euro beitreten sollen. Aber die Situation in Griechenland ist meiner Meinung nach das Thema, dem wir unsere Aufmerksamkeit widmen sollten. Tausende junge Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren, fordern von ihrer Regierung, dass sie etwas unternimmt. Aber die griechische Regierung ist in der Zwangsjacke des Euro gefangen. Sie kann nichts tun. Künftige Neuwahlen in Griechenland können nichts tun, um die Lage zu ändern. Wird den Menschen die Fähigkeit genommen, an den Wahlurnen ihre eigene Zukunft selber zu bestimmen, dann, fürchte ich, wird die Gewalt zur einzigen logischen Alternative. Mit dem Euro haben sie die Menschen in ein Wirtschaftsgefängnis gesperrt. Sie haben die Menschen in einen Folterkerker gesperrt, aus dem man nur mit sehr viel Mut herauskommt. Es bedarf einer Führung oder möglicherweise des unabwendbaren wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Sie können sich darüber lustig machen, wenn Sie wollen, aber haben Sie mitbekommen, dass heute Morgen auf den Anleihenmärkten die griechischen Anleihen um 233 Basispunkte höher gehandelt werden als die deutschen Anleihen? Ich weiß, dass die meisten unter Ihnen in diesem Saal nicht einmal wissen, was das bedeutet, und jene, die es tun, werden sich bemühen, es zu ignorieren. Sie können den Kopf weiterhin in den Sand stecken, wenn Sie wollen. Sie können die Märkte ignorieren, wenn Sie wollen. Aber gleichzeitig werden die Märkte Sie nicht ignorieren. Während sich vor 60 Jahren ein eiserner Vorhang auf Europa herabsenkte, haben wir es heute mit der eisernen Faust der Europäischen Kommission zu tun. Wir haben dies an Artikel 121 und daran gesehen, dass Griechenland gewissermaßen in ein Protektorat verwandelt wird. Armes Griechenland, gefangen im wirtschaftlichen Gefängnis des Euro. 1968 hatten wir die Brezhnev-Doktrin der beschränkten Souveränität. Heute haben wir gemeinsame Werte. Wir haben eine immer enger zusammenrückende Europäische Union und zusammengefasste Souveränität. Und diese Begriffe haben sie verwendet, aber natürlich wird dies nicht nur Griechenland betreffen, da Spanien, Portugal und Irland das Gleiche widerfahren wird. Artikel 121 wird auf all diese Länder angewandt werden. Herr Barroso, Sie haben vorhin gesagt, dass wir unseren Kurs einhalten werden. Und das bedeutet, dass Millionen von Menschen in Europa leiden werden, da Sie versuchen, dieses katastrophale Projekt namens Euro zusammenzuhalten. Es wird auseinanderfallen, daran besteht kein Zweifel. Jetzt haben wir die Situation in Irland. Ich weiß, dass die Dummheit und die Gier der irischen Politiker eine Menge damit zu tun hat. Sie hätten niemals der Europäischen Union beitreten sollen. Sie litten unter niedrigen Zinssätzen, einem falschen Boom und einem massiven Bankrott. Aber schauen Sie an, wie sie darauf reagierten. Als ihre Regierung zusammenbrach, sagte man ihnen, es wäre jetzt unpassend, Parlamentswahlen abzuhalten. In der Tat, Kommissar Rehn hier erklärte, sie müssten ihrem Haushalt erst zustimmen, bevor ihnen erlaubt wäre, Parlamentswahlen abzuhalten. Für wen zum Teufel halten sie sich eigentlich?
Und immer noch wird an diesem Morgen der Begriff Stabilität benutzt. Herr Barroso benutzte ihn, Herr Van Rompuy benutzte ihn, Stabilität. Wir klopfen uns selbst auf die Schultern, weil die Anleiheauktionen in Portugal in der vergangenen Woche gut gelaufen sind, während in Wirklichkeit die Europäische Zentralbank die Gelder der Steuerzahler dazu benutzte, ihre eigenen Schulden zu kaufen. Ihre Beschwichtigung, es sei alles in Ordnung, greifen nicht mehr. Machen Sie Witze, Herr Van Rompuy. Die Anleihezinsen in Portugal stiegen gestern auf fast 7%. Die Öffentlichkeit unterstützt die Währung nicht länger. Und der Kampf um Spanien hat gerade erst begonnen. Das Modell ist gescheitert. Und Ihnen fällt nichts anderes ein, als den Umfang des Rettungsfonds noch einmal zu verdoppeln. Sie wollen sogar den Anwendungsbereich ausdehnen, sodass Sie zusammen mit der EZB auch weiter die eigenen Schulden aufkaufen können. Sie benutzen die Krise, um ihre Macht zu stärken und uns in Richtung einer Finanzunion zu drängen. Wenn Sie damit Erfolg haben, sollten wir den Namen ändern. Wir legen den Namen Europäische Union ab und nennen uns Schuldenunion. Sie sind tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Ihre Besessenheit, diesen Euro-Staat zu errichten, führt dazu, dass Sie froh sind, die Demokratie zu zerstören. Sie scheinen glücklich darüber zu sein, dass Millionen von Menschen arbeitslos und arm sind. Unzählige Millionen müssen leiden, damit Ihr Euro-Traum weiter bestehen kann. Aber das wird nicht funktionieren, weil Portugal als nächstes dran ist. Mit seiner Verschuldung von 325% des Bruttoinlandsprodukts ist dieses Land das nächste auf der Liste. Danach, nehme ich an, kommt Spanien. Das Rettungspaket für Spanien würde 7-mal höher als das für Irland. Und zu diesem Zeitpunkt wird es keine Rettungsgelder mehr geben. Aber es betrifft nicht nur die Wirtschaft, es wird noch schlimmer. Denn wenn Sie den Menschen ihre Identität nehmen, wenn Sie ihnen ihre Demokratie nehmen, dann ist alles, was ihnen bleibt, Nationalismus und Gewalt. Ich kann nur hoffen und beten, dass das Euro-Projekt durch die Märkte zerstört wird, bevor das wirklich eintritt. Auf dem kommenden Gipfeltreffen am Freitag sollte unbedingt über Portugal diskutiert werden. Nach den Rettungspaketen für Griechenland und Irland signalisieren uns die Märkte offensichtlich. Es ist soweit. Rettungspaket Nummer 3 bitte. Die Zinsen für portugiesische Anleihen erreichten am Montag die 7%-Marke. Herr Barroso weiß das. Als die Zinsen 7% erreichten, musste Irland gerettet werden. Im April kam es zu einer massiven Umschuldung der portugiesischen Schulden. Weitere 20 Milliarden Euro mussten umgeschuldet werden. Erinnern wir uns daran, dass in den vergangenen 6 Monaten 80% der portugiesischen Schulden durch die Europäische Zentralbank aufgekauft wurden. Wir können als Europäische Union nicht damit weitermachen, unsere eigenen Schulden zu kaufen. Wenn wir das tun, wird die nächste Schuldenkrise kein einzelnes Land treffen, sondern es wird eine Schuldenkrise der Europäischen Zentralbank selbst sein. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es eigentlich nichts mehr ausmacht, was irgendeiner von Ihnen sagt. Niemand glaubt Ihnen. Die Öffentlichkeit unterstützt Sie nicht. Ich hoffe und bete dafür, dass die Märkte Sie kleinkriegen. Man wird sich an das Jahr 2010 als das Jahr erinnern, als die schweren Fehler des Euro-Projekts ans Licht kamen und die europäische Öffentlichkeit begann, sich gegen die Dummheit ihrer politischen Führer zu wehren. Es wird also einen weiteren Gipfel geben, eine weitere Krise. Das Vertrauen in den Euro lässt mit jeder Woche nach. Es ist so, als sähe man einen Autounfall in Zeitlupe. Und jetzt wollen Sie einen permanenten Rettungsmechanismus einrichten. Letzte Woche wird meiner Ansicht nach aber zum Wendepunkt für das ganze europäische Projekt. Wie Sie sehen, kann man nur verhindern, dass Länder in eigenem Interesse handeln, indem man ihnen diese Möglichkeit nimmt. Wenn man also in Frankfurt ein Finanzministerium schafft, das über Steuern und Staatsausgaben entscheidet. In der Tat habe ich heute Nachmittag gehört, dass dies von einigen EU-Extremisten wirklich gefordert wurde. Heute sind sie wieder hier bei uns. Und nun sind sie mit der Zustimmung von Herrn Sarkozy und Frau Merkel Chef einer neuen Wirtschaftsregierung für 500 Millionen Menschen und sie haben ihren 10-Jahres-Plan auf den Weg gebracht. Ich frage mich nur, ob Sie sich noch daran erinnern, was mit dem letzten 10-Jahres-Plan passiert ist. Er wurde in diesem Parlament unter großem Beifall auf den Weg gebracht und war ein totaler und absolut lähmender Fehlschlag. Und das sogar noch bevor die globale Rezession eingesetzt hat. Tatsächlich,
sind bisher alle zentralistischen Pläne der EU gescheitert. Schauen Sie sich nur die desaströse, ruinöse gemeinsame Fischereipolitik an. Nun hat Ihr geliebter Euro versagt. Sie konnten bei diesem Gipfel keinen Plan vorlegen. Und Sie können Griechenland nicht ohne die Hilfe des Internationalen Währungsfonds aus der Klemme helfen, der, im Moment zumindest noch, Ihren Eurotraum rettet. Und dennoch, Herr Van Rompuy, scheint Ihr Plan der zu sein. Auch wenn wir verlieren, auch wenn wir scheitern, wir hätten aber gerne noch mehr davon, noch mehr Europa, noch mehr Fehlschläge. Aber man muss sich für eine der beiden Varianten entscheiden. Entweder haben wir einen kompletten EU-Staat, der alles kontrolliert, oder wir lösen das Ganze auf und kehren zurück zur nationalstaatlichen Kontrolle. Herr Präsident, natürlich lassen Sie mit Hilfe der Ihnen durch den eigens mit rechtswidrigen Mitteln durchgeboxten Vertrag von Lissabon verliehenen Machtbefugnisse Ihre Muskeln spielen. Auf der Weltbühne und innerhalb der EU ziehen Sie jetzt alle möglichen Register zur Erlangung der Attribute von Eigenstaatlichkeit. Am offensichtlichsten wird dies in Ihrem kürzlich vorgelegten Vorschlag einer direkten Besteuerung der Völker dieses Kontinents. Natürlich gab es früher eine sehr erfolgreiche Unabhängigkeitsbewegung, deren Kampagne sich auf den Slogan »Keine Besteuerung ohne Mitspracherecht« berief. Wir haben sie nicht gewählt und können sie nicht abberufen. Daher haben sie meiner Meinung nach mit dieser direkten Steuer wirklich einen Fehler gemacht. Denn der Euro ist nur ein politisches Mittel, das den Menschen in Europa ihren Willen auferlegt. Erinnern Sie sich daran, dass nur zwei Länder, Dänemark und Schweden, ein Referendum über den Euro abhielten und beide sagten Nein. Hier vor uns haben wir die neue Regierung Europas. Eine Regierung, die nun nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon über enorm viel Macht verfügt. Nicht nur einen Außenminister und Botschaften hat, nicht nur die Befugnis, Verträge zu unterzeichnen, sondern nun auch die Befugnis, Notstandsmaßnahmen anzuordnen, um buchstäblich die Macht über Länder übernehmen zu können. Und trotzdem haben die Vorsitzenden der großen Fraktionen des Europäischen Parlaments heute noch mehr Macht und deren noch raschere Ergreifung gefordert. Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dass dieser Vertrag in der Europäischen Union keinerlei demokratische Rechtmäßigkeit besitzt. Sie haben Referenden ignoriert. Sie haben Referenden verweigert und Sie haben die armen Iren dazu gezwungen, ein zweites Mal abzustimmen. Ich habe den Eindruck, dass der gemeinsame Nenner dieser Kommission die bloße Anzahl derer ist, die Kommunisten waren oder dem Kommunismus sehr nahe standen. Herr Barroso selbst war ein Maoist, Siim Kallas, alles andere als ein studentischer Aktivist, war sogar ein Mitglied der obersten Sowjets. Wir haben Kommunisten erster Klasse hier, aber wir haben mindestens 10 Kommunisten in dieser Kommission. Genießen Sie den 10. Geburtstag des Euro, denn ich zweifle stark daran, dass Sie auch den 20. feiern werden. Was wir heute Vormittag hier gesehen haben, waren Reminiszenzen aus alten Sowjetzeiten. Erinnern Sie sich, als bekannt gegeben wurde, die 5-Jahrespläne seien ein Erfolg, oft bevor sie überhaupt eingeführt waren, mit großen Reden über Rekordernten und wunderbare Produktionszahlen von Traktoren. Ähnlich wie seinerzeit wurden wir heute Vormittag von einer Abfolge von nicht gewählten, alternden Bürokraten behandelt, die uns erzählten, was für ein toller Erfolg das alles gewesen sei. Das sind alles nur Wahnvorstellungen. Aber gucken Sie sich doch einfach mal um in diesem Plenarsaal heute Morgen, Herr Van Rompuy. Sehen Sie die Angst, sehen Sie die Wut. Der arme alte Barroso hier sieht aus, als hätte er einen Geist gesehen. Wissen Sie, Sie fangen an zu verstehen, dass das Spiel vorbei ist. Und trotzdem wollen sie in ihrer Verzweiflung alle übrigen Spuren von Demokratie aus dem System entfernen. Es ist ziemlich klar, dass niemand von ihnen irgendetwas gelernt hat. Wenn Sie selbst, Herr Van Rompuy, sagen, dass der Euro uns Stabilität gebracht hat, nehme ich an, könnte ich dafür Beifall klatschen, dass Sie Sinn für Humor haben. Aber ist das nicht wirklich einfach nur die Bunkermentalität? Wir brauchen demokratische Lösungen für dieses Problem. Wenn Sie weiterhin Ihren extremen Euronationalismus vorantreiben, wird dies zu Gewalt führen. In jedem Mitgliedstaat dieser ganzen Union, und vielleicht ist das der Grund dafür, warum wir die Angst in den Gesichtern sehen, sagen immer mehr Menschen, wir wollen diese Flagge nicht. Wir wollen diese politische Klasse nicht. Wir wollen, dass das ganze Ding im Mülleimer der Geschichte landet. Wir müssen die Zukunft Europas in freien und fairen Referenden in die
Hände der Bürger der einzelnen Mitgliedstaaten legen.